Hallo vom Weltjugendtag in Krakau. Wir sind heute an der Technischen Universität und bei mir ist eine Vertreterin des BDKJ. Genau, Theresa, hallo. Hallo Theresa, hier findet eine spannende Veranstaltung statt. Wie heißt sie jetzt genau? Ich kann es gar nicht aussprechen. Das ist International Youth Hearing, das bieten wir an seit dem Weltjugendtag in Köln und es ist eben ein Forum, wo junge Menschen sich zu aktuellen Themen austauschen können und gemeinsam eben Ideen entwickeln können, wie die Welt ein bisschen gerechter werden kann. Wie viele Jugendliche erwartet ihr und welche Themen werden die mitbringen? Wir erwarten ungefähr 200 Jugendliche und was die für Themen mitbringen, da sind wir natürlich gespannt. Wir bieten verschiedene Foren an, zum Beispiel zum Thema Frieden, zum Thema Inklusion, zum Thema Umwelt. Aber was die genau mitbringen und wie die sich vielleicht auch schon vor Ort engagieren, da sind wir total gespannt und gucken einfach mal, was die uns auch nochmal mitbringen. Hast du ein Thema, das dir unter den Nägeln brennt, wo du sagst, das wollen wir als politisches Zeichen hier am Weltjugendtag setzen? Ich glaube, es ist wichtig, eben zu zeigen, wie friedlich Jugend sein will. Und ich glaube, dieser Wunsch nach Frieden, der eint erstmal alle jungen Menschen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das auch ein Signal ist, das vom Weltjugendtag ausgeht. Was könnte man da machen? Was könnten die Jugendlichen selbst hier machen, um diesen Frieden möglich zu machen? Ich glaube, Begegnung, Austausch, sich kennenlernen. Und das ist eben das Tolle auch beim Weltjugendtag, finde ich, dass man sich hier einfach mal trifft und die Chance nutzt, gemeinsam ins Gespräch zu kommen, gemeinsam zu beten, eben aber auch gemeinsam zu feiern und zu diskutieren. Das BDKJ will katholisch sein, politisch und aktiv. Was heißt das für den Weltjugendtag? Genau, das ist für uns eben dieser Dreiklang. Wir sind katholisch, aber wir setzen uns eben auch aktiv ein für eine gerechtere Welt. Und wir haben politische Forderungen, die wir auch sagen. Und das ist der Wunsch nach einer gerechteren Welt, aber das ist auch der aktive Einsatz dafür, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Hast du eine politische Forderung, die du an den Papst stellen würdest? Wenn du ihn treffen würdest. Ja, wer weiß. Ich glaube, der Papst hört den Jugendlichen gut zu und ich glaube, dass wir gemeinsam einfach ein Zeichen setzen können für Völkerverständigung, für friedlichen Austausch und ich bin da einfach jetzt erstmal gespannt, was der Papst uns da allen mit auf den Weg gibt. Was möchtest du den jungen Menschen, was möchtet ihr den jungen Menschen hier mitgeben? Ich glaube, dass wir den jungen Menschen gar nichts mitgeben wollen und müssen, sondern wir sind erstmal gespannt, was die uns mitbringen, was die für Fragen haben, was die für Ideen haben für eine barmherzigere und gerechtere Welt. Was ist für dich eine barmherzigere Welt oder wie definierst du Barmherzigkeit? Für mich hat Barmherzigkeit ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun und dieser Einsatz für eine gerechte Welt, für gerechte Strukturen und für Chancengleichheit. Und ich glaube, dann kann man auch eine barmherzigere Welt schaffen. Das ist eigentlich fast unmöglich, oder? Eine barmherzige, gerechte Welt. Naja, ich glaube, wenn wir uns alle ein bisschen bemühen, dann kann es zumindest ein Stückchen besser werden. Danke fürs Interview. Gern.